Weiter geht's bei Timberborn und hier ist die Katastrophe passiert. Hier sind unsere Biber verdurstet. Wir machen weiter und wir lassen uns von diesem Rückschlag nicht aufhalten. Und wir haben noch 9 Tage in dieser schrecklichen Dürre des Todes, wozu eventuell nicht ganz die Dürre verantwortlich war. Aber wir sagen einfach, es war die Dürre, dann fühlen wir uns alle ein bisschen besser. Ich am meisten. Und dann gut. Also, was machen wir heute? Ich möchte definitiv erstmal hier die Dinger fertig bekommen und ihn hier. Die sind auf maximaler Priorität. Planken, Holzscheite werden produziert. Maximale Geschwindigkeit. Und dann werden wir anfangen, VZ Möhre National zu gründen und unsere Versorgung hier ein bisschen zu stabilisieren. Dann werden wir ebenfalls die nächsten Wasserspeicher hier unten aufbauen, dass wir wirklich auch die Wege hier relativ kurz halten, dass das hier alles sehr effizient wird. Und ansonsten die nächsten Wasserspeicher können dann auch irgendwann in diese Richtung auf den See wandern. So ist zumindest der Plan. Okay. So, ansonsten bleibt hier oben noch eine ganze Menge zu tun. Aber wie gesagt, da will ich definitiv erst VZ Möhre National und VZ Wasser National bauen. Mal schauen. So, wann wird hier eigentlich geerntet? Wie weit sind die? 81% Wachstumsfortschritt. Okay. Ja, dann warten wir erstmal ab. Die anderen Sachen können wir noch nicht sehr effizient nutzen. Da muss noch ein Treppchen gebaut werden. Dann können wir die auch nutzen. Und ein Weg bitte. Und hier machen wir erstmal nichts erlauben. Und auch da oben machen wir nichts erlauben. Wieso hat er jetzt noch nicht verbunden? Müsste aber verbunden. Verstehe ich nicht. Ist das ein Bug? Das kann sein, oder? Also, das verstehe ich nicht. Wir machen das mal neu. Ach, das ist der untere. Oh, okay. Ja, gut. Das kann natürlich das Rätsels Lösung sein. Okay. So, er hat momentan nichts. Er darf speichern. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Die Teichrosen. Ich hoffe inständig, dass zumindest das funktioniert. Dass wir das andersrum lagern können. Das wäre ziemlich praktisch. Ansonsten wäre das hier tatsächlich alles ziemlich nutzlos, was wir gebaut haben. Das wäre tatsächlich schade, aber okay. Hey, ist dann so. So, hier drüben wird gebaut. Hier geht es langsam voran, aber stetig. Wie gesagt, wir haben halt ein Holzproblem. Und haben wir hier hinten eventuell... Nee, da kommen wir ran. Haben wir hier Bäume-Fellbereich ist auch aktiviert? Ja, die haben einfach zu viel zu tun hier. Die haben einfach zu viel zu tun. Okay, gut. Ist dann so. Können wir nicht ändern. Die haben genug zu tun. Kein Problem. Wir könnten hier tatsächlich nochmal ein bisschen Wasser nachlassen. 54. Ja, komm, wir machen mal auf 2,5 auf. Vielleicht auch auf 2. Füllen wir mal ein bisschen Wasser auf. Ach, ist das nicht herrlich. Das kostbare Nass hier runterfließt. Herrlich. So, viel Wasser haben wir hier. Okay, ich würde sagen, das lassen wir so. Wir sind hier so gleich auf 2 runter. Ja, passt. Gut. Einmal wieder zumachen. Und dann haben wir hier ein bisschen Wasser mehr drin. Wir sind bei 63. Sehr schön. Gut. Viel Wasser können wir hier tatsächlich nicht speichern. Wir müssen auch hier wahrscheinlich irgendwann einen kleinen Kanal bauen. Aber okay, das ist dann so. So, Sligo wurde geboren. Jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwen... Nein. Im Moment noch nicht. Okay. Haben wir Arbeitslose? In Anbetracht der Tatsache, dass unsere beiden VZs fertig sind, halte ich das für sehr unwahrscheinlich. Jetzt werden wir mal da noch welche rausholen. Und da auch, so viele Leute brauchen wir hier nicht. Und die bringen wir erstmal in die VZs. So. Also da alle rein. Einmal da noch raus. Okay. Dann sollten wir... Hallo? 4 Arbeiter bitte? Nein. 6. So, ja genau.
Ich wollte schon sagen. Und jetzt müsste hier einer übrig sein für den. Perfekt. Gut. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das vielleicht doch umbenennen kann. Ich kann es nicht umbenennen. Ah, schade. VZ Möhre National ist leider nicht möglich. Gut, wie dem auch sei, es funktioniert nicht. Ist egal. Super Sauerstab an Altersschwäche. Das macht mich jetzt so super sauer. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Unglaublich. Auch du, mein Lieber, du wirst natürlich wieder mit ins Leben zurückgeholt. Super sauer in der Generation 3 mittlerweile. Wahnsinn. Noch 5 Generationen, dann haben wir den Rekord des alten Let's Plays gebrochen. Ich hoffe ja, dass wir irgendwann auf 10 Generationen hier kommen werden. Das wäre zumindest ein Wunsch. So. Schneller bitte. Und hier hinten wollen wir das Ganze bevölkern. Jetzt werden wir das Ganze erstmal vernünftig umorganisieren. Also du bist VZ Wassernational. So, wir machen mal auf langsam. Und du wirst jetzt bitte einmal Wasser. Wasser. Da raus. Einmal VZ Wassernational bitte. Einmal dahin. Einmal dahin. Und einmal dahin. So. Da haben wir noch keine Biber. Überhaupt kein Problem. Timberland als Route. Jetzt gucken wir mal, wie viel Wasser wir hier drin haben. 100. Okay. Karotte. Der Rest ist okay. 20 Karöttchen kriegen wir hier. Und den Rest bauen wir uns ja alles selbst. Getriebe und sowas machen wir alles nicht. Holz auch nicht. Das wollen wir alles selbst bauen. Gut. Das ist also das Thema. Du hier bleibst beim Essen. Dann machen wir Planken und Holz weg. Planken und Holz. Und das ist einmal VZ Möhre National. Und Möhre bitte auch einmal hier hin. Und VZ Möhre National bringt auch bitte einmal dort... Wo haben wir es denn? Beeren. Okay. Ja, das sollte passen. Gut. Hier unten. Also, hier wollen wir Routen hinbauen. Einmal dort bitte Holzscheite. Einmal dort Holzscheite. Einmal dorthin. Planken. Einmal dorthin. Planken. Gut. Haben wir das zumindest schon mal erledigt. Und dann sollte das hier alles ein bisschen besser laufen, in meinen Augen. Und dann müssen wir uns jetzt noch 2 Biber raussuchen. Und dazu machen wir nochmal da ein paar weg. Da nochmal welche raus. Und schicken jetzt, ich würde sagen sogar erst, na, nee, wir machen erstmal nur 2 Biber. Bevölkerung migrieren, 2 Biber nach Baumhausen, bitte. So, einmal darüber. Jetzt schauen wir erstmal unsere Leute durch. Hier haben wir aktuell was offen. Aquatisches Bauernhaus hat 2 offene Stellen. Die beiden machen wir zu. Plündererflagge ist unbesetzt, das ist kein Problem. Arbeitslos ist keiner. Das heißt, wir müssen auch dort 2 Biber rüber schicken nach oder in die Water World. Einmal migrieren bitte. Da oben braucht man noch nicht gucken. Also beziehungsweise müssen schon, aber da sind die Sachen auf dem Weg. Wir schauen hier. 1200 Beeren, 50 Karotten, 50 Kartoffeln und 14 Möhren. Möhren wären hier zusehends weniger. Wir haben ansonsten Papier, Sprengstoffe haben wir die ersten. Jawohl! Dann werden wir jetzt tatsächlich anfangen mal zu sprengen. Die erste Sprengung hier bei uns. Yes! Das freut mich ungemein. Sprengen ist immer gut. Einmal die Sachen da wegsprengen bitte. Und auch da wollen wir natürlich wegsprengen. Ja, diese ganzen kleinen Ecken hier, die finde ich sehr nervig. Die können erstmal alle weg. Gut. Haha, die erste Sprengung. Sehr cool. Wir können uns hier einfach ein Loch runtersprengen.
Das wäre cool. Schade, dass man nicht, in eine andere Richtung sprengen kann. Also, dass wir nur von oben nach unten sprengen können. Und dass wir nicht uns in die Richtung sprengen können und so richtig Tunnel reinsprengen können ins Gebirge. Das wäre geil. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir haben ja bei uns in der Nähe vom Harz tatsächlich so ein paar Tunnel, die der Wasserversorgung dienen. Ja, das sind so Nottunnel. Wenn es in der Okertalsperre mal wieder ein bisschen wenig Wasser ist, dann kann da eine Schleuse geöffnet werden und dann wird durch einen unterirdischen Tunnel quasi so eine Notentwässerung gemacht oder Notbewässerung. Ich glaube, aus der Geranentalsperre, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und sowas könnte man hier auch gut bauen, dass man sagt, hey, wir bauen einen unterirdischen Tunnel hier lang, dass wir das dann hier hinschicken. Das könnte man so und so machen. Das könnten wir mit Holz später machen. Das wäre eine Möglichkeit, dass wir von unserem riesigen Teich hier lang eine Notbewässerung machen an dem Punkt. Das ist auch eine coole Idee. Ich glaube, das machen wir sogar in Zukunft. Das fände ich ziemlich schick. Mit dem auch sei, die ersten Teichrosen sind fertig. Oh, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob sie die hier reinliefern. Ja, sieht noch nicht so aus. Nee, gelbe Teichrosen, aber sie würden hier rankommen. Schauen wir mal. Ich bin und bleibe gespannt. Okay, also volle Geschwindigkeit. Und dann können wir hier erstmal weitermachen. Hier könnten wir dann grillen das Ganze. Bringt uns nichts, wenn wir keine Teichrosen haben. Aber wenn es in die Richtung nicht geht, warum sollte es in die Richtung funktionieren? Ne? Muss man halt auch mal ganz klar sagen. Wir könnten aber natürlich den Bereich noch gut ihm zuordnen. Ich glaube, das machen wir sogar. Gehen wir in die Pause und wir bauen hier eine Treppe mit der höchsten Priorität. Dort bitte. Genau, das geht nämlich nicht. Das müssen wir nämlich hier. Moment, was machen die jetzt? Die gehen da hoch. Okay, das müssen wir nämlich hier noch so ein Tor bauen. Ah, das geht immer noch nicht. Weil denn hiermit verbunden sind. Nee, dann müssen wir den wegreißen. Ja, wir machen das. Machen das dorthin. Versuchen die erstmal fertig zu machen. Versorgt werden können die über diesen Weg. Das ist kein Problem. Gut, die sind erstmal nutzlos. Wenn wir den abreißen. Oder auch nicht. Ne, wir lassen das erstmal. Und dann gucken wir, dass sie die hier fertig bauen. Okay, gut. Wozu? Ich möchte nämlich hier runter. Vielleicht können wir noch ein bisschen tricksen. Aber ich glaube tatsächlich nicht. So. Einmal ein Blick hier rein. Wir können tatsächlich da oben die Prioritäten wieder auf ganz normal ändern. Ansonsten sind wir tatsächlich fast fertig mit allem, ne? Erstaunlicherweise. Dann werden wir jetzt anfangen, die nächsten Wasserspeicher zu setzen. Denn das möchte ich gerne hier unten zum passenden Wasser-VZ machen. Dann machen wir hier mal alles voll. So. Die entsprechenden Wege ran. Da haben wir dann erstmal eine ganze Menge mit zu tun. Und hier vorne wollten wir dann irgendwann so und so. Moment, wir können. Moment. Nee, wir bauen die nach hinten. Wir setzen die hinten ran. Gut, dass wir noch nicht angefangen haben. Wir setzen die nach hinten. Ich erkläre euch auch gleich warum. So, einmal da hinten hin bitte. Und die entsprechenden Wege dort und dort. Okay, warum setze ich die hier hin? Ich möchte ja langfristig hier vorne, eigentlich bündig an dieser Kante, unsere Staumauer lang bauen. Deswegen bauen wir die dahin. So, die haben nichts zu tun. Das ist überhaupt kein Problem. Bitte einmal Holz machen. So, der eine geht weg, der andere baut ab das Holz
Und dann können wir hier eigentlich auch ein Holzlager errichten. Das kostet aber, kostet das normale Planken oder brauchen wir dafür noch was anderes? Nee, das kostet normale Planken. Keine Aufgaben in Reichweite. Ja, ich sollte natürlich auch das Thema Bäume fällen hier aktivieren. Das hätte, glaube ich, schon was. Einmal den Bereich bitte. Sehr gut. Haben wir auch. Also hier oben läuft es auch. Wir haben die Sachen deaktiviert. Einmal wieder alles anfahren. Und wir checken mal die Situation hier ab. Jawohl, hier sind wir fertig. Dann können wir jetzt das hier deaktivieren. Und da bauen wir bitte einen Weg lang. So, jetzt werden sie auf jeden Fall die Sachen dort einlagern können, weil das jetzt zu diesem Bezirk gehört. Dann brauchen wir zumindest diese Sachen nicht mehr abreißen. Das wäre ansonsten sehr ärgerlich. Jetzt ist nur die Frage, ob wir uns von dort bedienen können. Das wage ich jetzt zu bezweifeln. Aber, also ich baue doch jetzt nicht ein VZ hierhin und da ein Lager, um das dahin zu bringen und das VZ dann wieder nach da zu schaffen. Ach, das wäre sehr ärgerlich. Aber ich habe die Befürchtung, dass es tatsächlich nicht anders funktioniert. In dem Spiel. Wir aktivieren mal den Grill. Wir pausieren mal den Schlepperposten. So. Und dann gucken wir mal, ob der gute Rasin die gegrillten gelben Teichrosen sich von hier holen kann. So, da ist alles gesperrt. Hier haben wir jetzt eine ganze Menge gelbe Teichrosen drin. Und wenn er sich die von hier holen kann, das wäre zumindest schon mal was, dass er losrennt und sagt, hey, ich hole die mir da. Das fände ich ja ganz gut. Wir können ihn ja mal verfolgen. Wo ist denn der gute Rasin? Da ist er. Okay, jetzt holt er sich ein wenig Holz. Und nun macht er eine Siesta, oder was? Okay, er holt sich mehr Holz. Mhm. Schön. Ja. Okay, und nun holst du dir noch mehr Holz. Ja, gut. Das, ja, mein Lieber, holst du dir auch irgendwann noch mal was anderes als Holz? Er scheint da nicht ranzukommen, ne? Das ist ja sowas von ärgerlich. Okay, wir werden das in, ich werde das in den nächsten Folgen noch mal beobachten. Ich möchte das jedenfalls nicht ändern. Ungerne. Gut, wie sieht es hier oben aus? Da haben wir eigentlich alles. Auch hier möchte ich tatsächlich, oder beziehungsweise hier müssen wir dann sogar um, hier werden wir dann umplanen. Da dieser Plan tatsächlich nicht zu funktionieren scheint, werden wir hier unser Lager hinsetzen. Das können wir natürlich auch hier ein bisschen reinbauen und dann an die Stelle. Na. Unser eigenes Zuchtzentrum. Das verstecke ich immer gern so ein bisschen. Einmal dahin. So, gut, passt. Also, da vorne sind die Bibers, hier sind die Bibers. Passt. Okay. Jetzt haben wir 300 Teichrosen und können auch überhaupt gar nichts mit denen anfangen. Das ist sowas von ärgerlich. Tja, können wir nicht ändern. Wir werden das pausieren. Und wir bleiben dabei, wir bauen hier jetzt einen Grill und werden das dann tatsächlich dezentral machen, dass wir nur noch die fertigen Teichrosen verteilen. Das ist schade, aber leider nicht zu ändern. Gut, einmal einen Grill bitte. Und ich glaube, die gegrillten gelben Teichrosen wollten wir, können ja auch erstmal nichts erlauben und nichts bitte. Und die gegrillten gelben Teichrosen wollten wir hier reinbringen, ne? Ja, genau. Einmal auf 200, bitte. Gut, passt. Dann haben wir zumindest das auch fertig. Wunderbar. So, gegrillte gelbe Teichrose. Schauen wir mal, was er hat. 21 Holzscheite, das wird bald fertig sein. Wir müssen wahrscheinlich sogar einen von hier abziehen.
Einen da weg, bitte. Du müsstest jetzt hier arbeiten. Es wurde keine Anleitung ausgewählt. Bitte gegrillte gelbe Teichrosen. So, dann haben wir zumindest das Thema. Und wie mir scheint, brauchen wir dann hier tatsächlich ein VZ. Ja, also das ärgert mich jetzt wirklich zutiefst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist sehr schade, dass das nicht funktioniert. Wenn ich ehrlich bin, würde ich das VZ gerne hier unten hinstellen. Da ist ein bisschen mehr Platz. Hier würde ich gerne weitere Grille hinstellen. Oder hier in diesem Bereich. Aber da brauchen wir... Ne, das brauchen wir eigentlich noch. Oder wir bauen es oben rauf. Wer sagt uns denn, dass das VZ immer ebenerdig funktioniert? Wir setzen das einfach direkt hier oben drauf. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das können wir... Oh, das, ich glaube, das ist sogar die beste Lösung. Und das Verteilungszentrum tatsächlich direkt oben drauf setzen. Ja. Müssen wir natürlich jetzt ein paar Plattformen bauen, aber das ist ja kein Problem. So. Einmal da bitte. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie groß das gewesen ist. So, schauen wir mal, ob das reicht. Einmal das VZ bitte. Das würde reichen. Und dann brauchen wir noch einen Eingang. Der ist dort. Dort, dort. Und da kommt die Treppe hin. Ach, können wir das nicht irgendwie anders regeln? Ja, kriegen wir hin. Indem wir den wegreißen. Den Weg da lang machen. Den wegmachen. Ach, der geht da nur. Ja, dann müssten wir das dahin, aber das geht auch nicht. Das würde funktionieren. Egal wie rum man es macht, es ist immer irgendwie schräg. Wir können den Baum hier abreißen. Die Birke. Dann könnten wir da noch eine Plattform hinsetzen. Das machen wir. Einmal dich weg, bitte. Da kommt noch ein Weg durch. Okay. Also einmal ein Pfad dort und Treppchen dort. So, und er wird sich dann darum kümmern, dass die Sachen, die da drinnen verbaut werden, verteilt werden. Ja, okay. Also, das wird VZ Teichrose National. VZ gegrillte Teichrose National. Wunderbar. Die erste Sprengung. Die erste Sprengung. Oh, ist das toll. Bitte zurücktreten. Oh, ich sprenge so gerne Sachen in die Luft. Es ist so wunderbar. Ach, herrlich. Ist das nicht toll? Unsere erste Sprengung. Da vorne kommt die nächste. Ach, sehr schön. Das freut mich. Okay. So, wir checken mal kurz hier vorne. Sieht's gut aus. Der erste Zuchttank hier ist in Betrieb. Hier ist auch einer in Betrieb. Wir sind insgesamt bei mittlerweile schon, wow, 109 Bibern. Okay, krass. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind hier mehr Biber. Das heißt, wir können uns auch hier bitte nochmal zwei Wohnbaracken bauen. Sodass wir dort bitte einmal rumgehen. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich denn da rauf? Ich würde sagen, wir ziehen das einfach mal hier rum. Und gucken, dass wir hier einen Eingang machen. Aber hier wollte ich noch... Aber wir müssen das aber hier bauen. Einmal da. Einmal da bitte. Da hoch, da lang. Hier einmal rum. Und da unten setzt man ein schönes Blümchen hin. Ein Blümchen. Und da kommen auch noch Blümchen hin. So, gut. Aber das Thema auch, dann sieht es da auch ein bisschen schick aus. Und dann sollte das auch passen. Wunderbar. Da können wir jetzt auf volle Geschwindigkeit weitermachen.
Ja, das ist also es ist jetzt auf der einen Seite befriedigend zu wissen, dass was nicht geht, auf der anderen Seite ist es nervig zu wissen, dass es nicht geht. Das ist beides sehr schade. Und wir können aber was sprengen. Das ist ungemein beruhigend. Sehr gut. Ja, beziehungsweise das ist nicht gut. Der gute Tobi ist gestorben. René starb auch an Altersschwäche. Mein lieber René, dich hätte ich fast übersehen. Einmal René in der dritten Generation und Tobi in der dritten Generation natürlich auch. So. Und bevor wir mit dem nächsten Megaprojekt anfangen, bauen wir tatsächlich erstmal hier die Holz- und Wasserversorgung auf. Was wollen wir machen? Wir wollen hier mehr Holz anbauen. Das bedeutet, wir brauchen erstmal Förster. Das ist auf jeden Fall schon mal das Erste. Die können wir hier an diesem Weg verteilen. Ein Förster, ich würde sagen, da vorne hin. Ein Förster machen wir da hinten hin. Gut, dann haben wir das Thema. Dann werden wir uns hier Löcher nach unten sprengen. Das heißt, wir brauchen eigentlich noch ein VZ-Sprengstoff-National. Ah, komm hier, das macht der hier mit, würde ich sagen. Einmal da bitte Sprengstoff. Und jetzt muss ich tatsächlich mal in die Pause gehen. Denn hier will ich tatsächlich nur 4 oder 5. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir machen mal 4 Sprengstoffe. Wir wollen nur 2 Löcher sprengen. Dahin und dahin. Einmal nach unten 2, nach unten 2, Wasserauslass ran. Fertig. Mehr wollen wir hier nicht machen. Und hier werden wir dann natürlich auch für eine Wasserversorgung sorgen. Der kommt natürlich auch hier weit genug ran. Da werden wir auch für sorgen, dass er da was macht. Wir können tatsächlich hier auch die ersten Wege schon planen, dass wir hier nicht ganz planlos sind. Sagen einmal dort auf jeden Fall. So. Hier gehen wir dann auch einmal ran. Und das hätten wir natürlich auch gut zu einem Weg machen können. Dann machen wir das hier. Einmal als verlängerte Achse bitte da lang. Und da vorne kommt ein Strauch hin und eine Sitzmöglichkeit. Wunderbar. Dann haben wir hier die beiden. Dann brauchen wir natürlich noch mehr Förster. Darum kümmern wir uns um, wenn es soweit ist. So, wir müssen natürlich auch langfristig die Kiefernproduktion umdenken. Ihr hattet auch gesagt, es wird Zeit, die Kiefern zu ersetzen. Das würde ich tatsächlich nicht machen, aus folgendem Grund. Denn wir brauchen langfristig dieses Kiefernharz hier. Deswegen würde ich hier hinten eine Ecke Kiefern stehen lassen, die wir irgendwann sogar aus dem Abholzbereich rausnehmen und uns nur noch diese beiden Ahornproduktionen, die wir hier haben, zunutze machen und danach die Hauptproduktion von hier holen. Denn wir müssen ja auch bedenken, dass wir jetzt nicht mehr nur stumpf das ganze Holz abholzen, sondern tatsächlich ja auch was zurückbehalten für unsere Leute. Und ob das klappt oder nicht, ihr Lieben, das seht ihr in der nächsten Folge. Morgen 17 Uhr, Timberborn. Macht's gut bis dahin, euer Strategiene. Ciao, ciao.